Sie hieß früher Jenny und ja, sie war ein süßes kleines Mädchen. Dann änderte sie ihr Leben und vor allem sich selbst. Der Grund, sie wollte nicht länger aussehen wie Jenny. Mittlerweile bin ich Suma. Und Suma hat nichts mehr mit der Jenny von früher zu tun, zumindest äußerlich. Die 26-Jährige hat sich komplett verändert. Und das, obwohl sie eigentlich gar nichts gegen Jenny hatte. Ich konnte mich früher auch genauso gut leiden, aber ich finde mich jetzt persönlich attraktiver. Mit 13 Jahren kam Suma nach Köln, allein. Eine Schule besuchte sie damals nicht. Sie begann zu modeln und ihren Körper zu verändern. Ich finde, mein Körper ist so nackt nicht perfekt. Also so ohne Tattoos, ohne Piercings, irgendwie so. Ich finde, das reizt mich oder reizt viel mehr. Und man fühlt sich einfach nicht nackt. Ich habe meine Silikonhörner, Augenbrauen, Piercings, Birch, Cheeks, Nase, Septum, die Lippen halt zu. Ich habe die Zunge auch noch gespalten. Ich habe mir auch die Zähne vorne verlängern lassen und anschleifen lassen. Der eine ist leider nur abgebrochen, nachts mal beim Knirschen. Ansonsten habe ich Piercings noch an den Brustwarzen, Bauchnabel, intim und ein Implantat noch auf dem Dekolleté, da habe ich einen Stern. Ihr Aussehen bringt ihr zwar Modeljobs, aber nicht viel Geld. Dafür etwas anderes. Ich habe halt auch den Vorteil, wenn ich Jobs habe, komme ich halt in coolen Jobs rein. Wo ich halt auch so akzeptiert werde, wie ich bin. Vor kurzem hat Suma ihren Realschulabschluss nachgeholt. Nebenbei jobbt sie in einer Kneipe. Sie musste früh auf eigenen Beinen stehen. Model ist für sie allerdings mehr als ein Job. Wenn ich bei einem Shooting bin, ich schalte den Kopf aus. Wenn du den ganzen Tag Stress hast im Alltag und so, und du kommst auf ein Shooting, klar, Vorbereitung ist auch noch Stress, aber sobald die Kamera in der Hand ist, irgendwie beim Fotografen und ich da stehe und einfach nur posen kann. Andere gehen zum Psychologen, ich habe Shootings dafür. Und heute steht noch ein ganz besonderes Shooting an. Doch vorher wollen wir wissen, wie die Menschen auf ihr Aussehen reagieren und gehen mit ihr in die Kölner City. Es dauert nicht lange, bis Suma die ersten Blicke auf sich zieht. Ich möchte nicht schocken mit meinem Aussehen. Irgendwie so. Ich würde es eigentlich besser finden, wenn die Leute allgemein einfach mal wesentlich toleranter werden würden. Und einfach mal jeden machen lassen, was er selber möchte und wie er sich jeder so entfalten könnte, wie er möchte. Eins ist klar, die meisten Menschen sind nicht beleidigend, aber extrem neugierig. Suma ist der Hingucker. Fireball. Ja, es kommt öfters vor, dass Leute mal ein Foto machen wollen. Ich finde es bei manchen Leuten auch sehr niedlich, irgendwie so, wenn sie ankommen und fragen. Ob jung, ob alt, alle sind fasziniert von Sumas Aussehen. Ist neu, sowas zu sehen. Wir haben sowas nie zuvor gesehen. Mal was anderes. Ne? Was ist das? Das sind Silikonimplantate. Sind halt wie Brüste gemacht, irgendwie so. Ist halt nur hart halten. Lass mal anpassen. Ja, komm. Wow. Ganz okay. Anders. Anders. Mein schlimmstes Erlebnis war mal in der Bahn mit einer Frau, die stand mit einer Faust vor meinem Gesicht und meinte, sowas wie dich hätte man sofort getötet. Das fand ich dann schon heftig, dass so eine Reaktion von jemandem kommt irgendwie und finde ich auch einfach respektlos. Sie will nicht schocken, sagt sie, und doch erregt ihr Aussehen schon von weitem die Aufmerksamkeit der Menschen. Manche Leute zeigen offen auf sie, manche wollen ein Selfie. Geschmackssache. Sie sieht mega interessant aus. Was hast du da? Implantate. Sieht geil aus. Oh, das hat bestimmt voll weh, oder? Ja, Suma ist eine Faszination. Manchmal wäre ihr ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, aber lieber. Wenn du selber scheiße drauf bist, irgendwie so, dann hast du auch keinen Bock, dass jeder gafft. Und weißt du nicht, da bist du froh, wenn du in Ruhe gelassen wirst und einfach deine schlechte Laune für dich selber ausmachen kannst. Da brauchst du nicht noch Leute zum Gaffen. Ich bin ja auch nur ein Mensch mit Gefühlen, so gesehen. Ne? Also ich habe auch mal die Stimmungsschwankungen und die möchte ich dann auch für mich haben. Jetzt muss sie aber gute Laune haben, denn mit Visagistin und Freundin Sophia Sauerwein geht's zu einem wichtigen Fotoshooting. Sie soll das Gesicht eines neuen Labels werden. Hi Suma, schön, dass ihr da seid. Suma kennt weder die Agentur noch den Style der Klamotten. Renate soll das neue Label heißen und noch ist nicht klar, ob Suma nicht doch zu extrem ist. Oh, hi. Hey. Hier habe ich schon mal die T-Shirts dabei. Ein kleines Problem, denn sie sind eher schlicht und Suma ist definitiv was anderes gewohnt. Für mich ist es das erste Mal, dass ich aufgrund, dass ich für Klamotten gebucht werde, die schlicht sind. Ich werde eigentlich meistens aufgrund meiner Tattoos und meiner Piercings gebucht und das sind dann meistens
Dessous-Bilder oder sonstiges. Suma will schließlich ihre Körpermodifikationen zeigen, auch wenn sie keine tiefere Bedeutung für sie haben. Warum lassen Leute sich die Brüste vergrößern? Weil sie es schön finden. Schön scheint Suma beim Shooting komischerweise auch die schlichten Klamotten zu finden. Sie gibt alles. Den Job und das Geld dafür hat sie dringend nötig. Noch hat sie keinen Plan von ihrer Zukunft. Ich glaube, dass wir uns das ziemlich gut vorstellen können, den ganzen Renate-Konzept. Könntest du dir vorstellen, dann für Renate einmal vor der Kamera zu stehen? Ja, ich denke schon irgendwie so. Also man müsste dann halt noch die Einzelheiten klären irgendwie so. Und wenn die alle stimmig sind, klar, warum nicht? Suma hat es wohl geschafft. Ein ungewöhnliches Mädchen geht ihren ungewöhnlichen Weg. Mittlerweile sogar erfolgreich, wie es scheint. Wer hier gewinnt, kann auf eine erfolgreiche Karriere als Tattoo-Model hoffen. Ich hatte mein erstes Tattoo mit 13. Alle Tattoos haben eine Bedeutung für mich.